Ihr wollt wissen, wie es mit der Restwasserentsorgung läuft? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal Kiff. So, dann... Genau, den Ghetto Blaster auf die Schulter. Und wir machen weiter mit unserer Umfüllanlage. Umfüllanlage. Guter Wort. Das Zeug wollen wir da hinten hochbringen. Und hier eigentlich mal geguckt, ob ich einen. Ah, das sieht halt doof aus. Okay. Wie auch immer. Darum soll es ja jetzt auch nicht gehen. Also wir wollen das hinten hochbringen. Das heißt, wir hätten das gerne, ich glaube sogar ganz hinten, ne? Oder können wir das... Können das hier in die Etage bringen und dann da hinten hoch. Das ist ja alles hier in der Ecke. Wobei, das ist vollkommen egal. Und da hinten liegen wir auch. Oder von hier aus. Wir müssten das aber hier lang bringen. Dann wäre kein Problem. Das heißt, wir setzen uns mal hier schon mal einen. Ja. Die Durchführung hinten macht das schön mittig. Dann kann man das besser verfolgen. Da kommt der Spaß raus in die Richtung. So, und jetzt machen wir. Wie machen wir es am besten? Ich glaube. Das Sinnvollste wäre, dort einen großen und einen kleinen Container hinzusetzen. Oder? Moment. Ein großer? Hier hin. Dann so den kleinen unten an. Ja, nein, nicht so. Den schließen wir da an. Den schließen wir dort. Weil wir brauchen das Doppelte an Kupferblech als also wie beim Eisenblech. Ja. So, dann setzen wir uns hier vorne einen intelligenten Splitter hin, der da reinkommt und dann einmal dort reingibt. Könnte theoretisch auch hingehen. Würde das schneller gehen? Nein, so viel produzieren wir gar nicht. Okay. Ja, ist ein bisschen schief. Machen wir so. Der rechte Ausgang ist Kupferblech. Und in der Mitte ist Eisen. Sehr gut. Dann geht das da rein, füllt das alles auf. Müssen wir das nur nach unten anschließen. Dafür gehen wir hier hin. Hast du hier
hier jetzt noch so ein... Nein, das war genau richtig. Aha. So, und hier... Wie haben wir das denn? Bis hier die dritte Reihe, ne? Ja. Der da ist echt doof im Weg. Wir setzen uns das hier hin. Einmal. So was hin. Da tun wir gleich ran. Jetzt machen wir erst oben drüber. Ach, verdammt. Wieder nicht aufgepasst. Zuerst den setzen soll. So. Erst da rüber, dann hier runter. Und wir fangen an. Also, das geht jetzt. Einmal so machen. Okay, so ist doof. Mal, dass wir so angeschlossen kriegen. Schön hier zwischen. Genau das wollte ich vermeiden, dass das so scheiße aussieht, aber da bleibt mir wohl nichts anderes über. Oder ich muss wirklich jedes Mal hier drumherum gehen. Also, einmal bis hier hin. Och, geht das schief. Geht das schief. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Ja. Und zwei weiter rein. Oh, nee, das... So. Besser. Hier hin. Und anschließen. So, das dürfte jetzt dann auch funktionieren. Hoffe ich. Rein, da kommen die ersten Kanister. Die gehen wunderbar in die Abfüllanlage. Und da geht das erste Wasser weg. Fängst du an oder fängst du nicht an? Ah, okay, du brauchst... Das ist die Anzahl Sachen, die reinkommen. Okay. Noch nicht direkt Schädel, Köpfe. Oh, okay. Du weißt noch gar nicht, was du machen sollst. Das ist auch okay. Verpacktes Wasser. Verpacktes Wasser. Verpacktes Wasser. Du auch verpacktes Wasser. Dann haben wir gesagt, machen wir einfach... Ups. Nein. Wir nehmen uns das Ding... Und machen hier mal dicht. Da geht kein Wasser mehr hin. Das muss jetzt irgendwie weg. Hoffe ich. So, gleichzeitig. Wir brauchen hier Kanister.
Kanister. Kanister. Und Kanister. Wenn ich das nämlich richtig gerechnet habe, der war gut, müssten die hier mit der Zeit volllaufen. Langsam, aber sicher. Weil auch 150. Seht ihr meinen Fehler oder seht ihr ihn nicht? Ich meine, das ist Gott sei Dank nicht so wild, ne? Verblech dorthin. Eisenplatte hier. So. Ne? Drehen wir einmal um das Ganze. Oh, das ist natürlich jetzt erstmal doof. Einmal abmachen. Mal reinmachen. Fertig. Okay, warum lauft ihr jetzt nicht mehr rein? Okay, müsste einmal da weggenommen werden. Verstehe. So. Jetzt haben wir das. Das ist wieder korrekt. Wie sieht es bei dir aus? Kommt denn hier wenigstens Eisen rein? Ja. Okay, das ist hier hinten länger, dauert jetzt auch klar. Ist ja wieder ein Überlaufsystem. Das ist ja genau das, was wir erreichen wollen damit. Sieht doch alles schon mal ganz gut aus. Arbeiten, die da drüben machen, schreddern. Was bei dir aus? Ab und zu kriegst du mal einen Kanister, du kriegst auch Kanister, du kriegst auch welche. Du bist voll mit Kanistern, du bist auch gleich voll mit Kanistern. Das sagt diese Rohrleitung sagt immer noch zu viel Wasser drin. Hatte ich hier nicht offen? Da ist immer noch ein gewisser Durchfluss nach dahin. Das heißt, eigentlich müsste das hier runtergehen. Ich meine, das da funktioniert. Ah, genau, das müssen wir auch noch machen. Damit das hier passt. Weil sonst kriegt irgendein Kraftwerk hier unten zu wenig Wasser. Aber das ist jetzt nicht so ein Problem. Kriegen wir das auf machen einmal hier. So, ist das gedacht? Überall geht ein bisschen Wasser da rein und das reicht auch eventuell. Wir haben gesagt, wir brauchen gar keine Pumpe, weil das kommt hier gut an. Okay, das machen wir. Jetzt ist die Frage, gehe ich einfach hier hin und sage, komm, dieses ist ja einfach nur dieses Stückchen hier raus. Dann kann ich hier sagen, ich möchte das gerne einmal flaschen. Dürfte hier nichts mehr ankommen. Warum steigst du? Ja, jetzt mal ohne Scheiß. Du hier vorne bist dicht. Da ist kein Durchfluss. Warum kommt hier Wasser? Achso. Weil ich doof bin. Kommt da Wasser an. Okay.
Warum kommt hier kein Wasser an? Leute. Bin ich fertig. Hier kommt kein Wasser an. Hier ist voll. Das Wasser geht doch darüber. Warum? Verstehe es nicht. Da kommt genug Wasser an. Also hier liegt genug Wasser. Da haben wir scheinbar auch genug Wasser. Das sieht auch gut aus. Geht da rein. Du bist. Nicht wirklich voll. Wie hier Wasser? 180 pro Minute. 360. 540. 620. 720. 800. 900. Plus das da. Also 1000 irgendwas. Wir haben hier 600, die da reinkommen. Hier haben wir maximal diese 200 irgendwas. Das passt doch überhaupt nicht. Da fehlt ja Wasser. Lucy. Oh, ich habe eine Ahnung. Oh. Wichtig ist, dass der Sprit läuft. Also das müssten wir auch noch hinkriegen. Wo habe ich denn jetzt einen Weg darüber? Da lang. Da runter. Da lang. Nochmal zum Treibstoff. Alles gut. Das Wasser, das hier runterkommt, das Wasser, das da runterkommt, okay, wird einfach nur hier zugefüllt und macht Salpetersäure, die ist auch voll. Wie sieht das hier drüben aus? Euch fehlt nämlich Uran und Uranabfall. Genau. Also das hier wird nochmal interessant nachher, weil die Wasserleitung auch leer ist. Das ist nicht schön. Ja klar, die bleibt ja auch leer, weil das ist ja Nebenprodukt. Ich bin doof. Vergesst es. Vergesst es einfach. Oh, dieses ganze Wasser. Das wiederum geht hier hinten hin und wird dann da eingespeist. Verstehe. Ja. Also irgendwie unsere unsere Apfelanlage funktioniert. So halbwegs. So, hier müssen wir einmal schauen, wo packen wir jetzt den Strom hin, der dann hier auf dem Kraftwerk geht. Wie viele Reihen haben wir eigentlich? Wir haben noch 5x5 oder sowas, ne? 1, 2, 3, 4, 5, naja, nah dran 6. Okay, das machen wir ganz einfach. Wir haben ja hier unseren wunderbaren Stromturm. Da wird ja sowieso schon einiges außen lang gelegt. Ich will das ja gar nicht nach innen haben, sondern ich will das. Eigentlich hätte ich den gerne da drauf, dieser Leitung. Unseren ganzen Stromstrom, weil das ist so eine. Die ist ja immer an. Genau das brauchen wir dafür. Das ist die Frage, wie kriegen wir das am besten dahin? Könnten das.
hier einmal mitten durchlegen, oder? Zwischen den beiden Maschinen da hinten rüber. Strom, ja. Wir haben 6 Reihen. Wenn von hier aus ein Kabel weggeht, passt das. Warum mache ich den nicht dahin? Ich bringe den doch auch direkt vernünftig dahin setzen. Da habe ich wenigstens eine Orientierung. So, das packen wir einmal hier hin, von hier aus, mitten durch die Maschinen, hier rüber. Hier aus. Dorthin. Da aus. Dorthin. Und dorthin. So, das wäre jetzt da dran. Dann heißt das jetzt nur noch Kraftwerke anschließen. Dann fange ich da hinten. So. Hier ist die Mitte zwischen denen. Mal die. Ja, können wir da hinsetzen. Dahin. Brauchen wir dich da ganz hinten? Leitung zu lang. Okay, wir kriegen dich bis hier. Das passt. Jetzt haben wir 5 Stück, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 2er Mast. 1, 2. Genau, hier hin. Du kommst genau vor dieses Kraftwerk. Ah. Da dran. Und da dran. Da dran. Da dran. Und wenn wir dich jetzt noch da oben dran kriegen. Bam. Dann seid ihr am Stromnetz dran. Kein Strom, logisch. Ich bin so zufrieden, dass unsere. Also, wenn wirklich alles laufen würde und wirklich 100%, wir sind immer noch deutlich unter dem, was wir auch im Mies produzieren. Das finde ich super. So. Hier machen wir jetzt das gleiche. Falsch. Da machen wir das gleiche. Mit der 5. Oder mache ich das hier? Hier mache ich das. Da kann ich einfach hingehen. Und da aus. Dahin. Warum? Egal. Da denke ich jetzt nicht drüber nach. Da dran, da dran. Und hier wird es nochmal lustig, weil den machen wir hier hin.
dahin. Dorthin. Ja. Sagen, funktionieren doch wohl nicht hier, oder? Funktionieren doch. Oh. So rum. Oh Mann. Sieht alles gut aus. Sind wir hier? Wo ist der Kollege? Da. Ist mir genau hier hin. Genau auf diese Kante. Nee. Ich muss ein bisschen Offset haben. Okay. Dann packen wir dich hier hin. An. Bist du hier hin? Na, sag mal. Ich will eine richtig ruhige Hand. Weiter geht's hier hin. Jetzt nur noch hier hinten den Spaß machen. Das machen wir jetzt mal ganz einfach. Hier hin. So. Da dran. Da dran. Mitkommen. Und zwar werde ich hier unten dran. Kommst dorthin. Ist dann. Stromleitung zu lang. Bitte hier dran. Sehr gut. Wir sind alle angeschlossen. Was sagt unsere Zeit? So. Ich werde jetzt noch einmal hingehen. Und quasi durch alle einzelnen Apparellos durchgehen. Alles da ist, hier ist zum Beispiel nicht das da, was hier hin soll. Aluminiumgehäuse. Das heißt, wir müssen noch gucken, dass wir die hier hin. Schon mal gut, dass wir damit angefangen haben. Also, das ist jetzt noch mein Plan, eben alles so verteilen und gucken, dass wir das hier hinkriegen, wie es hier hin soll. Jetzt ist hier das Blöde, das nicht spaltbare Uran muss hier hin. Das heißt, das muss von da drüben irgendwo kommen. Der Müll.
Müsste eigentlich hier irgendwo langlaufen. Nicht spaltbares Uran. Bis hier hin. Hier hinten hinkommt. Auch nicht spaltbares Uran. Das heißt, nicht spaltbares Uran ist auf der Leitung. Du brauchst Aluminiumgehäuse. Wir brauchen Aluminiumgehäuse da vorne. Und zwar haben wir uns gedacht, es kommt alles von vorne rein. Glaube ich ein bisschen schlecht. Aber kriegen wir hin. Und zwar auf dem unteren Band. Das haben wir uns auch extra schon gelegt. Hier lang. Weil das muss auch hier rein. Das ist wiederum gut. Dann geht das hier lang. Und wir sind hier vorne. Okay. Das nicht spaltbare Uran ist das, was hier rauskommt. Wo haben wir Aluminiumgehäuse an die? Aluminium Pellets fehlen euch. Ansonsten habt ihr alles. Was fehlt hier, hier? Okay, das passt auch. Da hinten passt auch alles soweit. Irgendwo. Da sind Alu-Barren. Warum werden so wenig produziert? Müssten eigentlich viel mehr sein. Hatten wir nicht Aluminiumgehäuse, die hier runterkommen? Okay. Stangen, Schwefel. Okay, in der Ebene hatte ich das offensichtlich nicht. Bin ich hier drin? Sollen wir eben gucken, wo haben wir die denn? Weil die würde ich gerne noch mit anschließen. Oh, vielleicht ist das mein Problem. Logischerweise. Das Zeug nicht mehr verraten wird. Hier nicht nur von. Da unten ist einer. Ihr seid nicht schnell genug und der andere Quarzsand geht eh nicht weg. Okay. Oh, wo geht denn der andere Quarzsand hin? Ah, da hinten geht's runter. Okay. Da wird das gemacht, aber die Barren sind eigentlich genug. Theoretisch. Ich glaube, die oberen laufen nicht gut, oder? Ja, das sind welche gelb, das ist nicht gut. Whatever. Nehmen wir die Leitung mal weg. Auf jeden Fall, dass das hier mal anläuft. Okay. Oh shit, ich sehe gerade, wie weit wir drüber sind. Hier kommen unsere Barren raus, gehen da hoch. Gehen hier lang. Fliegen hier hinten an. Aber wir sind ja schon mal an einer richtig guten Ecke dafür. Ja, was machen wir jetzt noch eben? Tut mir leid, dass es heute so lang geworden ist. Ich hätte mir vielleicht. So. Mal den Kollegen.
dahin setzen. Ja. Sag mir, dass du passt. An. Ja, habe ich gesagt, das muss der untere sein, ne? Scheinbar ist das genau andersrum. Natürlich ist das genau andersrum. Wie kriegen wir das denn jetzt hin? Habe ich das etwa darauf ausgelegt, dass das hier angeschlossen wird? Sieht so aus. Okay, da geht's raus. Da auch. Gott, ich hab das nicht wirklich so gemacht, oder? Oh shit, oh shit, oh shit. Okay, das wird doch aufwendiger, als ich gedacht habe. Ja, das schauen wir uns nochmal an. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen.